Guten Tag. Mit dem Wandermoser. Wie schön, ne? Dann fahren wir mal ein bisschen hier hinter Koblenz-Gülz. Die Mosel ist sehr grün. Ja, das macht, was es will, ne? Und nachher ist es wieder fest. Ne, jetzt hatte ich auch, wo du mir das hast. Auf einmal war das, na schön. Ein paar Minuten drauf war es wieder fest. Die Mosel sieht sehr schön aus. Wunderschön. September. Heute soll es 28, 29 Grad werden, morgen 30, 31. Fantastisch. Winningen rein, weil es ja ein historischer
beiden, aber sicherlich über. Du hattest Hunger. Hm? Ja. Weiter. Wir können auch in den Ort reinfahren. Das sind schöne kleine Lokale. Mhm. Ja? Ich würde mit dir essen aus Solidarität. Ich hatte ja eine Woche. Gut, dann fahren wir mal ins Dorf rein. Das ist ein schönes Dorf. Ich fahre heute wieder mein Univega mit dem Impulsmotor. Für so lahme Strecken ist das das Richtige. Das war ja mein Weingut, das ehemalige Schwebe. Toll. So, jetzt fahren wir wieder aus Winningen raus. Wow. Ganz süß. Köstlich. Geklaut. Und da oben geht die A61 her, das ist die Winninger Brücke. Köstlich, ne? Ist noch grün. Wir helfen dem Weinbauer nur die Arbeit machen. Der freut sich.
Ja, mein anderes Rad hat Inspektion jetzt. Gut. Aber damit schädigen wir ja keinen. Die sind alle vergessen worden, diese Trauben, die hier noch hängen. Dörfer hat der Bauer vergessen. Und wir machen, tun die weg, damit der. Oben ist er. Da sind sie am Ernten. Kann man durchfahren hier? Ja, geht. Dürft ihr nur keine Trauben nehmen, da ist Polizei. Also ist verboten? Ja, ja. In Deutschland ist alles verboten. In Deutschland wirklich? Aber diesen Weg mussten wir gern fahren. Das ist zugelassen. Nee, das geht auch. Das ihr könnt ja daher fahren. Ja. Klar. Ja. Okay. Okay, viel Spaß. Danke. Ja, diese Weinbauer, die müssen jetzt hier diese Hänge klettern mit ihrem Kiep oben drauf. Das ist schon eine mühsame Sache. Aber die haben dieses Jahr sehr leckere Trauben, also süß. Eine Skulptur, eine Muschel. So, jetzt fahre ich unter der Winninger Brücke her. Also so, hier ist Kobern-Gondorf. Berühmt durch seine Matthias-Kapelle, die Templer-Kapelle, Niederburg und Oberburg und das Restaurant zur Mühle Thomas Höret. Das ist ein Restaurant, was ich schon seit 1984 oft besucht habe, aber dann nachher nicht mehr so. Es ist sehr beliebt geworden.
komm, ich grüß mal. Pizza ist was? Ja, die halten sich irgendwie immer ganz gut, diese Läden, ne? Pizzen. Da hat aber jemand gegessen, der Teller. Aber Pizzeria mag ich nicht. So, wir haben beschlossen, dann doch durch den über den Traumpfad zurückzufahren. Fahren wir jetzt an den Mühlenbach. Das ist schon mal eine Mühle. Hier oben steht die Matthiaskapelle. Das ist jetzt Höret, die schönste Mühle hier an der Mosel. Der Herr Höret, der hat dann auch noch dieses Hotel, sehr, sehr schön, kommen wir jetzt hin. So, das kommt jetzt hier auf der rechten Seite. Traumhaft schön. Hier alles hört. Schauen wir mal in den Innenhof.
Schöne kleine Kapelle, ne? So. Achso, ich darf ja nichts bei dir im Rucksack tun. Ne? Sehr alt. Ich hatte schon manchmal zu Knie gelegen. Auch früher ausgemalt. Sehr schöner Hof. Prächtiger Nussbaum. Bist du ein Schuh? Nö. Ich esse lieber Trauben. Aber hier wachsen keine. So, dann fahren wir hier den Traumpfad hoch. Ja? Geht dir besser hier, ne? Hier besser. Jetzt geht es hier runter. Wir sind immer noch auf dem Traumpfad um Kobern-Gondorf in Richtung Goloring, eine keltische Kultstätte. Das ist jetzt der Weg, den wir, wo wir nach Kobern-Gondorf reingefahren sind. Da habe ich gesagt, wir können auch da über durch den Wald fahren. Das ist jetzt der Weg. Wir haben den Ort umfahren und sind jetzt wieder auf diesem Weg. Der führt zu den Achterspenner Höfen und dahinter ist direkt der Karmelenberg
Und da steht diese Matthias-Kapelle oben drauf. Wir sind hier wirklich in einem keltischen Gebiet, wo der Golo-Ring, das ist so eine runde Kreisanlage. Dann sind hier Keltengräber. Dann dieser Berg, dieser Kamelenberg, der wurde natürlich auch von den Kelten benutzt für Kultstätte. Also wenn wir hier nicht aufpassen, begegnet uns irgendeine Kälte. Aber wir machen ja jetzt eine schöne Kompakt-Rundreise. Wir fahren von Koblenz bis Kobern-Gondorf, einmal Winningen, zwei Weinorte. Die ganze Zeit in der Hitze an der Mosel vorbeizufahren, ist auch nicht unbedingt der Brüller. Und jetzt fahren wir hier durch den Wald und oben über Koblenz-Gülz wieder zurück zum Auto. Auch schön, ne? Hallo. So, vor mir liegt jetzt wieder Koblenz, rechts ist der Kühlkopf. Da unten ist die Winninger Brücke.
Das ist das Reidental vor mir, links und geradeaus. Und rechts die Mosel. Rechts ist die Mosel und wir fahren jetzt nach Gülz links. Das ist Gülz, da kommen wir her. Birnen links, aber kommen wir nicht dran. Und tolle Äpfel auch links, aber wir kommen nicht dran. Toll. Wo? Oh.
Hallo. Schöne Tour, ne? Ein bisschen roh. Wo wir sind, über Gülz. Vor mir ist die Mosel. Jetzt auf der Kante, rechts ist die Mosel. Ob wir jetzt da runterkommen, ist die Frage. Da unten ist die Mosel. Was ist denn? Die blaue Bögen. Was sind das? Was sind das? Was? Diese blaue Bögen. Hagebutten. Bitter. Nein. Oder? Wie heißen die nochmal?
scheint hier weiter zu gehen. Wieder einen neuen Weg entdeckt. Maria. Interessant, ne? So, jetzt sind wir wieder an der Mosel.